Computercenter ist einer der europäischen führenden Infrastrukturdienstleister mit knapp 4.500 Mitarbeitern in Deutschland. Das große Asset von Computercenter sind die Mitarbeiter und die Kunden, ja, das ist das Wesentliche. Wir fokussieren uns natürlich auf die großen DAX-Unternehmen, also die 1500 größten Unternehmen deutschlandweit. Das besondere Merkmal ist natürlich, dass Computercenter nicht nur einer unserer größten Partner ist, sondern auch ein sehr, sehr großer Kunde. In unseren eigenen Rechenzentren haben wir in der Vergangenheit tatsächlich eine Vielfalt von Herstellern gehabt. Und wir haben je nach Kunden unterschiedliche Lösungen zusammengebaut. Und jeder, der so ein Rechenzentrum hat, der möchte einfach die Komplexität nach unten bringen. Der möchte effiziente Lösungen und der möchte, dass der Betrieb nicht ständig neu geschult werden muss. Bis dato hatten wir eigentlich keine sinnvolle Lösung. Und da haben wir uns natürlich im Markt umgeschaut und sind halt gemeinsam mit NetApp, Cisco und VMware auf das Lösungskonzept gekommen, was wir jetzt implementiert haben. Und davon profitieren wir auch. Flexbot funktioniert perfekt. Wir haben einfach gelernt, dass Flexbot an den Kriterien Flexibilität und Funktionalität einfach unglaubliche Mehrwerte liefert. Und was uns im nächsten Schritt gelungen ist, dass wir diese Referenzarchitektur in einen verkaufbaren Baustein für unser Beratungs- und Integrationsgeschäft übersetzt haben. Unser Produkt ist tatsächlich die Dienstleistung. Gerade die flexiblen Arbeitsplätze, die wir jetzt in den Markt bringen, bedeutet logischerweise, dass verschiedene Service-Elemente zusammengebaut werden, also quasi als Service-Baukasten. Und diese Flexibilität dieser serviceorientierten Infrastruktur, die bietet genau Flexbot. Ich kaufe ein Rechenzentrum in der Box ein, ich stöpsle meine Kabel ein und ich kann dann meine Services auf diese Architektur bringen und ich muss mich um den Rest nicht kümmern. Darum kümmern sich die Hersteller und die Dienstleister. Und das kann Computercenter natürlich jetzt den Kunden weitergeben und nicht nur theoretisiert beweisen, sondern auch praktisch zeigen. Wichtig ist uns ja in all den Geschäftsbeziehungen, die wir aufbauen, dass wir an langfristigen Geschäften interessiert sind. Das heißt, wir müssen die beste Technologie verkaufen. Bei der Rückfrage, wie können Sie denn sicher sein, dass das wirklich die beste Technologie ist, haben wir natürlich jetzt das unschlagbare Argument, dass wir die Technologie selber einsetzen. Und das untermauert natürlich gerade die Glaubwürdigkeit extrem. Eine Partnerschaft funktioniert nur, wenn man sich gegenseitig zuhört und versucht, den anderen zu verstehen. Und das kennzeichnet NetApp wirklich die 15 Jahre, die ich sie kenne. NetApp ist immer gekommen, hat gefragt, was braucht ihr, wie wollt ihr euch weiterentwickeln. Da ist ein sehr hohes Vertrauen zwischen beiden Partnern da. Und so ist es ja NetApp gelungen, uns auf unserer Roadmap immer zu begleiten und dafür zu sorgen, dass wir mit unseren Produkten, mit unseren Innovationen sehr weit vorn sind.